Hallo und herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und heute möchte ich mit euch über die meiner Meinung nach vier besten Navi-Apps für euer iPhone im Jahr 2022 reden. Mit dabei sind die Apple-Karten-App, Google Maps, Waze und TomTom Go. In diesem Video möchte ich euch von meinen Erfahrungen mit den Apps berichten und euch die Stärken und Schwächen der jeweiligen Apps vorstellen. Mein besonderer Fokus liegt dabei auf den Verkehrsinfos und wie gut man mit den Navi-Apps Staus entkommen kann. Los geht's! Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich noch kurz auf meinen Hintergrund und meine Bewertungskriterien eingehen. Ich fahre aktuell etwa 5000 Kilometer im Monat, davon viel im Ballungsgebiet Köln, Bonn, Leverkusen. Und ich habe reichlich Erfahrungen mit diversen Navi-Apps machen können. Die Apple-Karten-App, Google Maps, Waze und TomTom Go zählen dabei für mich aber zu den besten Navi-Apps, die es momentan fürs iPhone gibt. Ich konzentriere mich in diesem Video vor allem auf die Stauumfahrung und nicht auf einen umfassenden Feature-Vergleich. Für mich ist es nicht das erste Video zu diesem Thema und nach wie vor gilt für mich als Referenz, wie präzise Navi-Apps die Zielzeit bei Fahrtbeginn voraussagen können. Denn wenn sich die tatsächliche Ankunftszeit regelmäßig um zahlreiche Minuten von der vorausgesagten Ankunftszeit unterscheidet, kann es mit der Genauigkeit der Daten nicht so gut bestellt sein. In 400 Metern biege rechts ab in die Graf-Adolf-Straße. Starten möchte ich mit Waze. Die Waze-App war nach dem Aufkauf durch Google für mich eine Zeit lang der Shootingstar der Navi-Apps. Die Kombination aus Google-Daten und Meldungen aus der Community versprachen in der Theorie, die beste, präziseste und schnellste Navi-Lösung zu sein. In der Praxis ist Waze für mich mittlerweile leider aber etwas zurückgefallen und nur noch die Nummer 4. Hinter Apple Maps, Google Maps und TomTom Go. Die Verkehrsdaten sind gut, aber nicht auf demselben Niveau wie bei der Konkurrenz. Auch die eigentlichen Kartendaten können nicht ganz mithalten, denn ich habe es öfter als bei den anderen Navi-Lösungen erlebt, dass Hausnummern auf der falschen Straßenseite angezeigt wurden oder man auf eine falsche Gebäudeseite navigiert wurde. Ja, Waze führt euch eher um den Verkehr herum als Apple-Karten, Google Maps und TomTom Go. Das muss aber nicht unbedingt immer schneller sein und außerdem schickt euch Waze dafür auch des Öfteren durch wirklich kleine und nicht immer angenehm zu fahrende Straßen und verfügt zudem über die am wenigsten präzisen Verkehrsdaten. Wie lange man in einem Stau oder überhaupt auf einer Straße benötigt, das lag bei Waze öfter mal daneben und was mir bei Waze auch nicht gefallen hat, ist, dass sich die App gefühlt seit Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt. Abgesehen davon ist Waze mit den verschiedenen Stimmen und Aktionen immer noch die witzigste und verspielteste Navi-App. Auch die eigentliche Kartendarstellung ist durchaus übersichtlich und zeigt sogar die Geschwindigkeit, Blitzer oder sonstige Störungen an. Nett ist auch die Integration von Diensten wie Spotify oder Audible. Aber für mich spricht leider auch einiges dafür, dass Google nicht viel in Waze investiert. Man hat sich halt die besten Features und Daten abgegriffen und hält das Waze-Team an sich eher klein und möchte Google Maps nicht mehr Konkurrenz als nötig bescheren. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Luxemburger Straße B265. Machen wir weiter mit Google Maps. Google Maps ist ja seit vielen Jahren quasi die Referenzkarten-App und auch als Navi-App war Google Maps für mich viele Jahre die absolute Referenz, einfach weil kein anderer Hersteller so viele Daten zur Verfügung hat wie Google. Den Android-Smartphones sei Dank. Ich muss allerdings sagen, dass Apple in Sachen Routenführung und Stauumfahrung gewaltig aufgeholt hat und hier meiner Meinung nach mittlerweile auf demselben Level wie Google mit Google Maps liegt. Wenn es hart auf hart kommt und wirklich viel Verkehr auf den Straßen ist, fahrt ihr meiner Erfahrung nach mit Google Maps und Apple-Karten am besten. In Sachen Sprachausgabe landet Google bei mir auf dem zweiten Platz, knapp hinter Apple. Nach 200 Metern leicht rechts abbiegen auf Frankfurter Straße B8. Die Sprachansagen von Google Maps sind sehr gut, klingen im Deutschen aber nicht ganz so angenehm, moduliert wie die männlichen und weiblichen Siri Apple Maps Stimmen. Auch die Verkehrsinfos auf verschiedenen Spuren sind nicht ganz so präzise wie bei Apple und gesperrte Straßen landen meist erst ein wenig später in der Google-Datenbank. Was Google aber besser macht als Apple? Es gibt eine Offline-Funktion, mehr Verkehrsinfos, also eine Erklärung, warum überhaupt irgendein Stau auf einer Strecke ist,
und bessere Informationen über Alternativrouten, die euch quasi direkt auf der Karte angezeigt werden. Was mich aber seit Jahren bei Google Maps stört, ist, dass die grafische Darstellung echt ein wenig altbacken ist. Ja, die Darstellung ist recht übersichtlich, aber optisch hat die Konkurrenz hier echt mehr auf dem Kasten. Hier würde ich mir echt wünschen, dass Google mal eine umfassende Aufwertung der Kartendarstellung von Google Maps vornimmt, anstatt die App mit ständig neuen kleinen Features immer weiter aufzublähen. Biegen Sie links ab, L111, Ottoplatz, dann biegen Sie links ab, L188, Deutz-Mülheimer Straße. Weiter geht es mit TomTom Go. Diese App ist eine der positivsten Überraschungen für mich in diesem Vergleichstest, denn die Entwickler haben die iOS-App von TomTom Go konsequent weiterentwickelt. Die App bietet optisch eine der hübschesten Kartendarstellungen aller Navi-Apps, die es überhaupt gibt. Immer noch unübertroffen ist auch der Verkehrsbalken an der Seite der App, welchen TomTom mittlerweile sogar in abgespeckter Version bei Apple CarPlay anbietet, was absolut großartig ist. In Sachen Routenführung ist TomTom für mich nahezu gleich auf mit Apple und Google. Die Verkehrsinformationen sind extrem genau. Die Stauumfahrungen zählen in den meisten Fällen zum Besten, was die Straßen hergeben. Allerdings führt euch TomTom eher durch einen Stau hindurch als Apple und Google. Und das sollte man wissen, denn es ist nicht unbedingt immer angenehm, durch einen Stau hindurchzufahren. In vielen Fällen, man mag es aber kaum glauben, ist das Durchfahren eines Staus immer noch der schnellste Weg, also schneller als eine Ausweichroute zu nehmen. Aber wie gesagt, ein Stop-and-Go im Stau ist nicht wirklich angenehm zu fahren. Und hinzu kommt, dass TomTom mich auch zwei oder dreimal hat hängen lassen. In einem Fall wurden beispielsweise permanent Ausweichrouten vorgeschlagen und die Ankunftszeit hatte sich permanent weiter nach hinten verschoben. In anderen Fällen waren die Daten über den Stau wohl nicht präzise genug und man stand länger im Stau als angegeben. Das könnten jetzt allerdings auch unglückliche Ausreißer gewesen sein, die man auch mal mit jeder Navi-App hat. Denn ansonsten bin ich mit dieser App extrem zufrieden. Was mich aber total nervt, ist die Sprachausgabe der App. In Deutschland gibt es fürs iPhone gerade mal eine Stimme mit Straßenansagen. Diese ist dazu männlich, anstrengend, super langsam und vor allem nervt sie mit viel zu langen Ansagen. Biegen Sie links ab, L296, Odenthaler Straße. Dann fahren Sie durch den Kreisverkehr. Dritte Ausfahrt, B506, Kölner Straße. Biegen Sie links ab, L296, Odenthaler Straße. Dann fahren Sie durch den Kreisverkehr. Dritte Ausfahrt, B506. Fahren Sie durch den Kreisverkehr. Dritte Ausfahrt, B506. Kölner Straße. Gerade wenn man Musik, Podcasts oder Hörbücher hört, sind die langen Ansagen eine Katastrophe. Und das ist extrem unverständlich, da TomTom sowohl bei Android als auch bei den stationären Navigeräten mehr Auswahl und bessere Sprachausgaben anbietet. Wer ohne Sprachausgabe fährt, dem kann das natürlich herzlich egal sein. Nicht ganz so gelungen finde ich nach wie vor die Menüführung, die Routenplanung mehrerer Stops und die mangelnde Weiterentwicklung der MyDrive-App, was für mich alles auf ein eher kleines iOS-App-Entwicklerteam hindeutet. Trotzdem, für mich hat sich TomTom Go deutlich verbessert und reiht sich mittlerweile ganz knapp hinter Apple Maps und Google Maps ein. TomTom Go ist die einzige kostenpflichtige App in diesem Test und kostet aktuell etwa 4 Euro pro Monat, was ich für das Gebotene fair finde. Wer mehr möchte, kann auch erstmal die App AmiGo testen, welche ebenfalls von TomTom stammt und aufgrund abgespeckter Features kostenlos ist. So könnt ihr hier beispielsweise kein CarPlay nutzen. In 500 Meter links abbiegen auf Oskar-Jäger-Straße. Kommen wir zu Apple Maps. Die Apple-Karten-App zählt für mich mittlerweile neben Google Maps zu den besten Navi-Apps für iOS. Auch wenn die App in Sachen Feature-Umfang noch nicht ganz mit Google Maps mithalten kann, ist sie in Sachen Stauumfahrung mittlerweile auf demselben Niveau. Mittlerweile könnt ihr sogar, ähnlich wie bei Waze, Verkehrsstörungen melden. Generell schickt euch Apple Maps eher über Hauptverkehrsstraßen und eher durch einen Stau hindurch als Google Maps, aber dafür seltener als beispielsweise TomTom. Apple bezieht die Verkehrsdaten aus eigenen Quellen und unter anderem auch von TomTom. Das Ergebnis ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Häufig kennt Apple Verkehrsstörungen bis auf wenige Minuten genau.
Hinzu kommt, dass Apple mich als einer der wenigen Teilnehmer in diesem Test wiederholt mit der Fähigkeit beeindruckt hat, den Verkehr auf verschiedenen Spuren zu kennen. Auch wenn das jetzt in der App nicht ganz so genau angezeigt wird, auf welcher Spur jetzt wie viel Verkehr ist, fand ich es häufig sehr beeindruckend, wie auf Abbiegespuren der Verkehr stand, Apple Maps einen aber genau auf die Spur lotste, welche frei war und welche eben daneben lag. Außerdem ist die Apple-Karten-App eine der schnellsten Apps, wenn es um Sperrungen von Straßen angeht. Apple Maps begeistert ebenfalls mit der besten Sprachausgabe im Test. Die Stimmen sind sehr wohl moduliert, also hören sich angenehm an und die Ansagen sind auch flott und präzise. In 5,1 Kilometer weiter auf innere Kanalstraße. Außerdem gefällt Apple Maps mit einer sehr klaren Navi-Darstellung, also ist alles sehr gut zu erkennen. 3D-Gebäude in Ballungsgebieten gibt es auch noch und es gibt ein sehr geschicktes Rein- und Rauszoomen, was sehr gut für die Übersichtlichkeit ist. Luft nach oben ist aber nach wie vor in der Darstellung von Verkehrsstörungen, denn man erfährt häufig nicht, warum es überhaupt einen Stau gibt. Auch wenn Apple hier mittlerweile des Öfteren die Dauer der Verkehrsstörung anzeigt, manchmal wird man auch zu sehen bekommen, ob es einen Unfall gab oder wie auch immer, aber trotzdem hier ist definitiv noch Verbesserungspotenzial. Außerdem wünsche ich mir häufig eben genauere Informationen zur Länge eines Staus und eben auch der Ursache der Verkehrsstörung, aber auch zu Alternativrouten. Das macht Google Maps nämlich besser. Was nach wie vor fehlt, ist eine Offline-Funktion. Gerade im Ausland oder wenn man eine Route in sehr ländlichen Gebieten startet, fällt das störend auf. Wenn die Route einmal geladen ist, ist es nicht so ein Problem, weil dann ist es im Speicher drin. Aber wenn man eine Route eben in einem Gebiet startet, wo man kein Internet hat, da ist das sehr nervig. Apple Maps bietet für mich ohne Zweifel zusammen mit Google Maps die besten Verkehrsdaten und auch die besten Stauumfahrungen. Apple hat sich hier in den vergangenen Jahren wirklich gewaltig gesteigert. Hinzu kommt, dass Apple Maps derzeit wohl die Karten- oder Navi-App mit dem meisten Potenzial ist. Denn während es bei den meisten Konkurrenten inklusive Google Maps kaum eine Weiterentwicklung gibt oder eben nur unwichtige Features hinzugefügt werden, investiert Apple nach wie vor massiv in seine Karten-App. Wahrscheinlich auch mit Hinblick auf das Apple-Auto, das irgendwann kommen wird. In den USA ist Apple bereits mit einer deutlich verbesserten und wesentlich detaillierteren Kartendarstellung unterwegs, welche komplett auf eigenen Daten beruht. Hierzulande fahren derzeit noch die Apple Maps Autos durch die Gegend, um eben die Umgebung zu kartografieren. Dennoch ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis Apple auch hierzulande auf die neuen Karten umsteigt. Kommen wir zu meinem Fazit. Meiner Meinung nach könnt ihr weder mit Google Maps, Apple Karten oder TomTom Go viel falsch machen. Die Waze App fällt meiner Meinung nach ganz leicht ab, ist aber ebenfalls eine sehr gute Navi App. Ich persönlich fahre am meisten mit Apple Maps, einfach weil ich die grafische Darstellung sowohl übersichtlich wie auch hübsch finde und Apple auch an kleine Details gedacht hat. So erhaltet ihr beim Telefonieren beispielsweise einen kleinen Signalton, der euch auf eine Abbiegung hinweist. Die Konkurrenz bleibt hier stumm oder quasselt je nach Einstellung einfach ins Telefonat hinein. Und auch wenn man den Zielort erreicht hat, macht es die Apple App ein wenig einfacher, da noch ein wenig länger angezeigt wird, wo sich das Ziel befindet. Gerade wenn man nicht sofort beim Ziel einparken kann, ist es eine echte Erleichterung. Außerdem bietet die tiefe Integration in iOS und CarPlay leichte Vorteile bei der Aktivierung des Navi im Sperrbildschirm oder einer etwas freieren CarPlay-Darstellung. Aber das sind jetzt wirklich nur Kleinigkeiten. Letztlich ist keine Navi-App perfekt und ihr könnt auch mit Google Maps, Apple Maps oder TomTom Go in einen Stau geraten. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr mit den genannten Apps einen sehr guten Weg durch den Verkehr findet. Wer übrigens noch einen exzellenten Routenplaner sucht, dem kann ich die App InRoot empfehlen. Bei InRoot ist halt das Tolle, dass man verschiedene Standorte auf einer Karte platzieren kann, sich dann eine optimierte Route erstellen lassen kann und diese auch mit Google Maps, Apple Karten und auch Waze teilen kann und man dann eben zu den verschiedenen Punkten mit der jeweiligen Navi-App navigieren kann, inklusive natürlich dann eben den Verkehrsdaten. Bei TomTom funktioniert das nicht, da muss man sich die einzelnen Punkte aus InRoot sozusagen rauskopieren und in TomTom reinkopieren. Alle Links zu allen Apps packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal schreibt, welche Navi-App für euch die beste ist. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Video, euer Fabian.